Hallo liebe Kunstliebhaberinnen, mein Name ist Sori Sand und ich bin eine Museumtourführerin im Cincinnati Art Museum. Für das erste Programm auf Deutsch habe ich beschlossen, Ihnen das Modell für den Tyler Davidson Brunnen, auch bekannt als Genius of Water, Segen des Wassers, zu zeigen. Dieses Stück könnte für Sie interessant sein, da es nicht nur ein Modell einer Ikone in Cincinnati ist, sondern auch weil es seine Wurzeln in Deutschland hat und Cincinnati früher viele deutsche Bürgerinnen hatte. Cincinnati wurde 1788 gegründet. Diese Stadt liegt im Dreiländereck zwischen Ohio, Indiana und Kentucky. Und am Fuß dieser Stadt fließt der Fluss Ohio. Innerhalb weniger Jahre wurde aus der kleinen Ansiedlung eine große Stadt. 1850 war sie die sechstgrößte Stadt in der USA und kriegte den Titel The Queen of the West, Königin des Westens. Der größte Teil der deutschsprachigen Einwanderinnen kam in der Zeit der Deutschen Revolution, das heißt 1848-49 und 1918 am Ende des Ersten Weltkrieges. In 1989 wurden Cincinnati und München Partnerstädte. Seit September 1976 wird in Cincinnati das größte Oktoberfest außerhalb von München gefeiert. Dieses Fest ist auch als Oktoberfest Cincinnati bekannt. Aber nun wieder zurück zu unserem Modell und wer diesen bestellt hat. Henry Probasco und sein Schwager Tyler Davidson waren Geschäftspartner und besaßen ein sehr erfolgreiches Eisenwarengeschäft, Tyler Davidson & Company in Cincinnati. Sie wollten Cincinnati gerne einen Trinkwasserbrunnen schenken. Dieser sollte nicht nur den Durst von Menschen, sondern auch den von Tieren, wie zum Beispiel Pferden, Vögeln, Katzen und Hunden stillen. Der Brunnen musste monumental sein. Leider wurde diese Idee erst nach dem Tod von Davidson realisiert. Davidson war nur 55 Jahre alt, als er 1865 unerwartet starb. Wenige Monate später verkaufte Probasco das Geschäft und ging von 1866 bis Mitte 1867 auf eine lange Europareise. Damals in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es in den USA keine Bronzegießerei, die einen hohen Brunnen herstellen konnte. Probasco wollte einen besonderen Brunnen, der prachtvoll sein sollte, aber ohne den römischen Wassergott Neptun, nackte Nymphen oder desgleichen. Er wollte einen Brunnen, der den Sieg des Wassers versinnbildlichen sollte. Etwas Realistisches. Als er in München war, besuchte er die königliche Bronzenmanufaktur. Dort zeigte ihm Ferdinand von Müller, der bayerische Erzgießer, die Zeichnungen von August von Kreling, ein berühmter deutscher Maler und Bildhauer. Von Kreling und von Müller hatten schon 25 Jahre vorher an Entwürfen für einen derartigen Brunnen gearbeitet, aber konnten keinen Interessenten für diesen finden. Und nun stand Probasco vor deren Türe. Kleine Änderungen wurden vorgenommen. Im Sommer 1868 erhielt Probasco ein Bronzemodell des geplanten Brunnens, diesen, den Sie hier sehen. Dieses Modell, das über 1 Meter hoch und über 70 Zentimeter breit ist, war jahrelang bei Probasco zu Hause in seinem Arbeitszimmer. Am 6. Oktober 1871 wurde der Brunnen, der dem verstorbenen Geschäftspartner und Schwager gewidmet wurde, eingeweiht. Über 20.000 Menschen kamen, um die Einweihung zu erleben. Seitdem stellt die Tyler Davidson Fountain eines der Wahrzeichen von Cincinnati dar. Hier am Modell sehen wir, dass die Hauptfigur für diesen Brunnen eine Frau, Segen des Wassers, ist. Diese hat ihre Arme ausgestreckt und aus ihrer Handfläche soll das Wasser in Strahlen sprühen. Dieser Brunnen zeigt uns, welche große Rolle das Wasser in unserem Leben spielt. Wir sehen eine junge Frau, höchstwahrscheinlich ist sie eine Tochter, die ihrem alten Vater Wasser zum Trinken gibt. Einen Bauer, der auf seinem Acker mit seinem Hund steht und auf den Regen wartet. Eine Mutter und ein Kind, die kurz vor dem Bad stehen. Einen Handwerker, dessen Haus in Flammen steht. Er braucht Wasser, um das Feuer zu löschen.
Seine Frau sitzt weinend neben ihm. Wir sehen die Frauen als Unterstützer und die Männer schauen nach oben. Sie stehen direkt unter den Händen von unserer Hauptfigur. Unter diesen Figuren steht ein großes Becken. Das innere Muster erinnert an die Muschelschale. In diesem Becken soll das Wasser aufgefangen werden und dann weiterfließen. Weiter unten an den Ecknischen des Sockels sehen wir vier Kinderfiguren. Diese Kinder zeigen die verschiedenen Freuden des Wassers. Ein Mädchen schmückt sich mit einer Perlenkette und schaut herunter. Vielleicht sucht sie ihr Spiegelbild im Wasser. Ein Junge zieht Schlittschuhe an. Wasser muss nicht immer flüssig sein. Ein Mädchen hält eine Muschel am Ohr, um das Meeresrauschen zu hören. Ein Junge hält einen Hummer, den er gefangen hat, in seiner linken Hand. Hinzu schmücken vier Reliefs den Sockel. Diese sind sehr hübsch eingerahmt. Jedes Bild zeigt die Hauptverwendung von Wasser, nämlich Dampf, Wasserkraft, Schifffahrt und Fischerei. Der Wunsch, Cincinnati einen Brunnen zu schenken, wurde erfüllt. Tausende von Menschen besuchen jährlich diesen wunderschönen 13 Meter hohen Brunnen, also 13 Mal so groß wie dieses Modell. Auch unser Modell wird jährlich von 1000 Besucherinnen bewundert. Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Kommen Sie und nehmen Sie sich Zeit, um die Figuren und die Einzelheiten dieses Modells zu sehen. Das Cincinnati Kunstmuseum hat viele Kunstwerke deutscher Künstlerinnen. Um einige schnell zu nennen, Albrecht Dürer, Lukas Cranach der Ältere, Hans Hoffmann, Anselm Kiefer, Josef Alberts, Gerhard Richter und so weiter. Sollten Sie Fragen haben, schreiben Sie diese bitte in die Kommentare unten und ich werde mein Bestes geben, sie zu beantworten. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse und Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.